So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space 3. So, wir sind unterwegs. Wir hatten hier den Vogel, den Laden hier am Laufen gemacht. Jetzt haben wir Strom. Und ich hier so stehe, sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Konföderationsschiff bei Star Wars, ne? Okay, lass uns loslegen. Einmal in den Fahrstuhl rein, so muss das im Fahrstuhl sein, dunkel und klein. Da will ich bestimmt nicht sein. Also Norton, ja? Das ging ja schnell. Das Ende der Welt steht bevor und du denkst nur an uns? Verdammt richtig, ich habe dich nie aufgegeben. Nein, du hast die Welt aufgegeben. Hey, dafür habe ich bezahlt. Oder findest du, dass ich noch nicht kaputt genug bin? Isaac, hier geht's um Leben und Tod. Ohne deine Hilfe sind wir geliefert. Also? Als ob ich eine Wahl hätte. Wie, was waren wir mit der zusammen und dann ist sie jetzt mit den anderen und dann bla 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 und blub blub blub. Hä, habt ihr mal gesehen, wie kaputt er ist, was denn für eine Gangheit er hatte? Immer, was er alles durchmachen musste. Und was er jetzt durchmachen muss, weil er irgendwelche klipprigen Sachen irgendwie schafft. Alter. Was? Was ist das? Oh, Scheiße. Ach, hey. Ey, wie sagt mir was, dass ich das nicht. Das ist der nächste Generator, was? Kann ich den nicht wegkattern hier? So geht das. Ich sag ja immer, deshalb. Was? Es bewegt sich. Uiui. Warum ist das denn so verwichst hier alles? Ich komm nicht durch. Die lässt mich nicht durchduschen. Achso, vielleicht machen wir den Vogel mal an. Alter! Ach ja, genau, das könnte ich ja mal machen. Alter Finne, du. Was? Das hat sich wieder aus? Alter! Lass mich in Ruhe. Du ekelst mich an. War das nicht nach unten? Warum? Das ist drei, wir brauchen zwei. Dachte, ey! Irgendwer ist da furchtbar sauer. Oh je. Was ist denn das? Nimmt das denn hier kein Ende? Also mir waren die aus dem ersten Teil irgendwie lieber, da sind die nicht so schnell gewesen. Uiuiuiui! So. Und jetzt drehen wir ein bisschen am Strom rum. Nee, nee, nicht mal die hier. Irgendwie ist die Maschinenpistole ist echt für'n Arsch, ne?
mit Ström. Ja, haben wir. Raus hier. Okay. Oh, oh, guck mal. Was? Hier runter. Alle klar. Hui, es ist aufregend, ja? Was war das denn? Ich dachte, das wäre der T-Rex hier gerade von Jurassic World, Alter. War das nicht hier, wo Luke Skywalker mit Darth Vader gekämpft hat? Haben wir, können wir unser Dingsmodul aufladen? Ja. Sehr gut. Oh. Oh, das war knapp. Alter. Darfst du da schon gegenhauen? Achso, müssen wir auch. Nice Egg, hier Carver. Wir sind hier alle in Sicherheit. Was ist mit den anderen? Sie werden leben. Das war ein Skelettkopf und der blutet? Weil, klar. Wo ist das jetzt hin? Hä? Was? Da. Was? Waren denn keine Teile, die ich da jetzt gerade mit einsammeln konnte? Bin ich doch da! Aha. Gut, aber immerhin, wir haben Strom, ne? Das ist ja schon mal was. Und Luftzirkulierung. Ne? Das heißt, wir können gut atmen hier drinnen. Ach, Lamm, sind nicht. Mikko. Mein Gott, ey. Schöne Aussicht, ne? Mit Musik und so. Was ist das? Ach, damit können wir Strom umleiten oder was? Müssen wir das tun? Aber wir müssen da rein, was? Okay, wo müssen wir denn hin? Wo sind wir? Geht nicht. Zutritt verweigert. Ach, komm schon. Ich verstehe das ganze Ding noch nicht irgendwie. So, jetzt glaube ich, jetzt habe ich es verstanden. Warte mal eben. Ich glaube, jetzt verstehe ich so langsam. So, wie bewege ich den Vogel? Da. Was? Hä? Ach so, da! Ach Mann, da muss jetzt mal. Was soll denn der Blödsinn? Das ist irgendwie doof. So. Anstrengender Scheiß, ey. Oh, bitte.
Ja, ja. Das ist. Das ist wohl ein bisschen. Naja. Man denkt sich immer wieder was Neues aus, ne? Irgendwas muss man ja machen. Oh, was für eine hübsche Musterung. Das ist bestimmt irgendwie so. Geht so Richtung Aufenthaltsräume oder Residenzen. Oder einfach nur in einen weiteren rottigen Korridor. Ah, was ist das denn? Kennt die, kennen wir die? Ui, was? Rüber gestolpert, alles klar. Oh mein Gott. Nicht gesehen, ne? Wir haben das Quartier des Admirals erreicht. Isaac ist. Abschalten. Hey, Isaac. Isaac? Carver, was ist da los? Abschalten. Isaac. Abschalten. Hey. Hey. Was ist denn los? Nichts. Alles in Ordnung. Alles okay. Ellie. Der Admiral war besessen davon, einen Schlüssel herzustellen. Einen Schlüssel? Wofür? Hey, ein Schlüssel wofür? Für irgendeine Alien-Apparatur. Eine Maschine. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuerte. Oh mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Heimat der Marker. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Von dort aus planen wir unseren nächsten Schritt. Clark, kommen Sie zu sich. Los jetzt, Clark. Ja, ja, ja. Die Heimat der Marker. Drücke stoßen. Ne, zu Crew stoßen. Drücke stoßen, hat. Verdammt, Marjorie. Ich setze oben auf diesem Eislöffel das Leben von vielen tapferen Männern und Frauen aufs Spiel. Soldaten, die im Krieg zu Hause kämpfen können. Würde mir jetzt bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt suchen? Wir suchen nach Hoffnung, General. Oh, gütiger Gott, Himmel. Unterstützung für den Krieg und unsere Kampfkraft schwinden. Wir haben keine Rohstoffe mehr. Du Arschloch! Alles deine Schuld! Wegen dir sitzen wir fest! Suchen wir nach Marco. Das soll wohl schaffen. Nein, General. Ist es nicht. Der Arm geht nicht ab. Okay. Dann wieder zurück. Drücken wir stoßen zum Crew. Buckle hier. Wir haben ein schrottreifes Transportshuttle namens Crozier aufgespürt. Wenn wir es wieder flott kriegen, schaffen wir es damit vielleicht zur Planetenoberfläche. Keine Chance. Wenn wir dieses Shuttle finden, machen wir hier die Biege. Verdammt, Robert! Wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. Genau! Oder so scheint das Shuttle unsere einzige Chance zu sein. Wo ist es? Im größten Schiff der Flotte. Der Terra Nova. Aber Terra Nova. Es ist ein langer Weg dorthin. Sie müssen eine Möglichkeit gehabt haben, zwischen den Schiffen zu pendeln. Wenn Sie eine Möglichkeit hatten, finden wir sie. Ich finde, ich sehe so ein bisschen aus wie so ein silberner Bumblebee irgendwie, ne? Laufen wir da einfach hin. Wir glauben einfach, da kommt nichts. Guten Tag, General. Admiral Graves bat mich, Ihnen diese Informationen zu liefern. Als der schwarze Marker 2214 auf der Erde exhumiert wurde, überstieg er unser Wissenschaftsverständnis. Er schien endlos Energie zu produzieren. Eine wichtige Eigenschaft in unseren rohstoffarmen Zeiten. Man versuchte, den Marker zu replizieren. In der Hoffnung, seine Technologie zu verstehen und dabei endlos Energie für uns zu generieren. Stellen Sie sich unsere Überraschung vor, als wir entdeckten, dass er keine Energie produzierte, sondern solche empfing. Und zwar über Trägerwellen aus den Tiefen des Alls. Die Triangulation dieses Markersignals offenbarte einen unentdeckten Planeten, den wir nun als Tau Volantis kennen. Wir hoffen, die Quelle des Signals zu finden und die Energie für uns zu nutzen. Ein Erfolg würde eine bessere Zukunft bedeuten. Für uns alle. Okay. General? Ja. Danke für Ihre Zeit. Ja, gerne. Ich bin zwar nicht der General, aber... General,
Admiral Graves bat mich, Ihnen diese Informationen zu geben. Jetzt haben wir das ja schon mal gehört, ne? Sie werden immer hässlicher. Ich denke mal, hiervon kann ich keine Munition erwarten. Bist du gefeuert oder was? Nachladen! Warte, warte! Stopp! Okay. Ui! Alter! Wie auch wenn wir gleich angejumpt kommen, ne? Alter Fall! Maximal gruselig! Wir haben Strom gemacht. Warum ist es hier nicht hell? Ach, das Riesentor. Bestimmt steht da ein riesiges, großes Monster dahinter oder einfach auch nicht. Hallo? Isaac, da ja? Bist du ja. Ich weiß, Baby. Wo sind die anderen? Sucht nach einem Weg raus aus diesem Wrack. Santos, sagen Sie ihm, was wir gefunden haben. Natürlich. Wir haben ein kleines Wartungsschuttle gefunden, ein Skip. Es ist nicht sehr schnell und kommt auch nicht sehr weit. Aber es wird Sie zu den äußeren Schiffen bringen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Und jetzt holen wir uns das Shuttle, damit wir endlich heimkommen. Robert, wir werden nicht heimkehren. Hey, hey, wir holen das Shuttle, dann entscheiden wir, was wir tun. Ich sehe mir dieses Skip an. Ja, das machen wir. Um Bänke und mehr zu finden, aha. Wollen wir mal gucken, ob wir wieder aufpippen können? Ich würde gerne mal einen 3D-Plasma bumsen. Plasma-Marker. Okay. Neu. Was ist neu? Einfache Strahlenkanone. Haben wir die jetzt? Diese Waffe herstellen, Joa. Als Strahlenkanone war ja immer nicht so der Hammer, ne? Okay. Wie geht denn die so ab? So, warte mal, einmal back. Und hier einmal rauf. Und dann neu. Nein, wir wollen. Wieso hat er uns die Maschinenpistole. Was? Neu? Neue Rahmen erstellen. Können wir nicht. Der Tipp bin ich. Okay. Plasma-Cutter. Rahmen. Standard. Da können wir nicht herstellen, hat er ja gesagt. Erweiterung herstellen. Na. Oh, warte mal, doch. Konnten wir den? Yay! Yay! Haben wir jetzt ein Zielfernrohr auf dem Plasma-Cutter? Ich glaube, geiler kannst du ja nicht kommen, wa? Okay, ja, raus hier. Tschüss, tschüss. Ich bin zu viel rein. Na gut. Aber habe ich nur zwei Slots für die Waffen? Wo ist denn meine Maschinenpistole jetzt hin? Die ist auf einmal weg, oder was? Ich habe doch noch einen Waffenslot. Wie albern ist das denn jetzt? Komm, das akzeptieren wir so nicht. Wo ist meine Waffe hin? Wo ist meine... Er sagt doch, das ist auf dem Lager, ne? Waffen-Upgrades? Warte mal, Upgrades. Was kann ich denn upgraden? Ah ja. Nachladen. Oh, kann... Nee, geht nicht. Klar. Objekt herstellen. Safe. Gib mir meine Flinte wieder her, Digga. Nee. Wieso in linke Waffe verschieben? Nein. Ach so. Hä? Kann ich das nicht einfach hier schnappen, so bapp? Nee. Obwohl, die Knarre bringt's ja sowieso nicht so, was?
Upgrade deinen Rig und wechsle Anzüge. Anzugstation. Anzug wechseln. Was kann ich denn machen? Ein leichter Raumanzug, der üblicherweise bearbeiten zur Gewinnung von Alten navigieren. Okay, was haben wir noch? Eva-Anzug. Ein leichter Raumanzug, der üblicherweise im Arbeiten mit was? Das ist eine dasselbe. Bist du verarscht jetzt, oder? Was? Ja. Sieht gleich anders aus? Ich glaube, ich sehe gleich aus, ne? Gleich sehe ich gleich aus. Ja, das sieht genauso aus wie vorher. Also, Chidigol. Blödsinn. Einfach Blödsinn. So, weiter geht's. Isaac, Morgan hier. Warum kontaktieren Sie mich auf einem privaten Kanal? Weil ich wissen muss, ob Sie auf meiner Seite sind. Warum? Es gibt Seiten? Ich weiß, Sie hatten was mit mir. Aber sie gehört jetzt zu mir und ich liebe sie zu sehr, um sie das tun zu lassen. Wenn sie recht hat und hier ist die Heimat der Marker, gibt es vielleicht eine Chance, das Ganze wir zu stoppen? Wir beide wissen doch, wie das enden wird. Hätte man vor 200 Jahren einen Weg gefunden, die Marker zu stoppen, wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, jetzt kann ich nicht. Sie denken, Sie und Sie. Vergessen Sie es. Sie sind doch nicht, okay? Ach, Mann, das ist mir zu blöd. Hey, geh weg da. Kann man hier irgendwo speichern? Speichern. Sind das solche Sauerstofftanks? Weiß ich nicht. Wo sollen wir hin? Ah ja, aber bitte erzähl mir mal, wo ich hin soll. Da. Hören Sie das auch? Meine Rig empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Wenn ich kann, sehe ich mir das an, Santos. Isaac, Ende. Wie komme ich hier rein in Shuttle? So, warte mal. Ah, die Brücke ist abgesprengt worden, was? Öffnet. Ja, dann los, rein hier. Wie funktioniert das jetzt? Geöffnet. Ja, gut, super. Ich finde schon auch gut. Jetzt lass mich da noch rein. Was? Muss ich hier irgendwie was beiseite schieben? Irgendwas, was ich wieder nicht sehe? Von oben vielleicht? Wieso kann ich denn hier nicht rein? Lass mich hier rein. Achso, vielleicht sollte ich andocken oder sowas. Sauerstoff. Wie nehme ich das denn? Ah ja. Ja, dann mach auf. Alle klar. Was? Ach, da soll ich jetzt hinspringen, wa? Wir wollen da unten hin. Alles klar, machen wir. Reise fortsetzen. Jawohl. Danke, Tag. Kannst du eigentlich am Tisch springen? Ich bin gleich fertig und dann komme ich schon weg. Dann muss ich das selber fliegen? Nee, ne? Gemacht, Isaac. Ja.
Ich bin in der Terra Nova. In welcher Richtung ist das Shuttle? Santos, Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Nur, dass das Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es ausschlachten. Super, also weiß niemand, was genau ist. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. Man macht doch auf die Scheißlücke. So. Ihr lieben Kinderkind, das war's wieder für heute. Wir sehen uns. Gibt's hier vielleicht nur einen Anzug? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Das hat mördermäßig Spaß gemacht wieder. Wir sind jetzt auf einem neuen Schiff. Und. Wow. Hier, so macht man dann also, ne? Trefferpunkte Luft. Kann ich nicht. Halbleiter kann ich auch nicht. Aber das Ding kann ich machen. Ja, dann lässt ich das doch. Ja. Okay. Okay. Hat er gemacht jetzt oder was? Wird's okay. Okay. Das Genesereichweite. Was habe ich jetzt verändert? Weiß ich nicht. Aber ich habe ein Update gegeben. Egal. So, okay, das war's für heute. Ciao mit V, tschüss mit Ö. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.